Servus, wir sind heute hier in Groß-Gerau, in der Stadthalle genauer gesagt, beim Wahlkampfauftakt der CDU und Jungen Union. Spitzenredner heute ist der Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble. Deshalb glaube ich, ist es richtig, dafür Sorge zu tragen, dass wir sowohl einen stabilen Euro, aber auch solide Finanzen in Deutschland haben. Und dafür steht Wolfgang Schäuble, meine Damen und Herren. Ja, dann wird die Welt nicht im Jahre 2013 und die Gesellschaft, in der wir leben, eine andere als im Jahre 1975. Das ist so. Und meine Damen und Herren, ich kenne niemanden, der das besser begriffen hat und verwirklicht als Angela Merkel. Um das ganz ruhig und klar zu sagen, wir müssen unsere Werte im 21. Jahrhundert verwirklichen und Geltung schaffen. Auf dieser Grundlage Politik gestalten. Und das machen wir ganz erfolgreich. Meine Gesellschaft wird kalt, eiskalt, eiskalt, unmenschlich, wenn Generationen nicht mehr miteinander, sondern gegeneinander leben. Und wissen Sie, wie die Institution heißt, die das am besten gewährleisten kann? Der Veränderung des Familien. Und deswegen bleibt die CDU und die Politik, für die die Familie etwas ganz Wichtiges ist. Ich kann soziale Gerechtigkeit nicht verwirklichen, indem ich es auf Wahlplakate schreibe, sondern indem ich dafür sorge, dass die Wirtschaft funktioniert und indem ich dann Schritt für Schritt immer wieder Probleme gut löse und reguliere. Das machen wir. Aber dazu müssen wir leistungsfähig sein, dazu müssen wir eine verlässliche Politik machen. Das ist eine große Aufgabe. Und so haben wir jetzt in den Finanzmärkten, kann jeder in den Zinssätzen nachlesen, klare Zeichen dafür, die Finanzmärkte haben wieder angefangen, Vertrauen zu schaffen. Wir sind auf dem richtigen Weg. Nicht über den Berg, aber wir sind gut vorangekommen. Und das ist das Entscheidende, diesen Weg werden wir fortsetzen. Wenn Sie bei der Bundestagswahl sicherstellen wollen, dass Angela Merkel Bundeskanzlerin bleibt, dann geben Sie die 2 Stimmen der CDU. Herzlichen Dank.